Guten Morgen und herzlich willkommen. Jugendhack 2015 hat wieder 5 spannende Events wir hinter uns gebracht. Wir haben wahnsinnig viele tolle Projekte und Jugendliche über das Jahr hervorgebracht. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um ein paar Sachen vorzustellen. Einige Jugendliche sind hier und würden gerne ihre Projekte präsentieren. Bevor wir starten, stellen wir noch mal ein bisschen vor, was Jugendhack überhaupt ist. Jukka und ich, Daniel, dürfen durch die nächste Stunde führen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jugendhack, das ist ein Hackathon für junge Menschen von 12 bis 18 Jahren, die Tech... Oh, hallo? Ah, Dankeschön. Jugendhack, das ist ein Hackathon für junge Menschen von 12 bis 18 Jahren, die Technik- und Programmierbegeistert sind. Und wir wollen im Rahmen von einem Wochenende zusammen mit Colt die Welt verbessern. Genau, alles noch ein bisschen improvisiert, alles noch ein bisschen früh hier am Morgen, aber die Technik wird warm und wir auch langsam. Genau, also unser Kernanliegen ist, mit Code die Welt zu verbessern. Das haben wir von Anfang an als Slogan ausgerufen und daran müssen sich quasi alle Projekte messen lassen. Das heißt, wir bieten einen Rahmen an, in dem die Jugendlichen alles tun dürfen, worauf sie Lust haben. Es gibt überhaupt keine Vorgaben, aber was uns eben wichtig ist, ist, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten positiv für die Gesellschaft einsetzen. Also es geht nicht einfach nur darum, Technik irgendwie anzuwenden oder eine reine Technikbegeisterung abzufeiern. Die hat natürlich einen hohen Stellenwert bei uns und die ist natürlich da und natürlich ist das auch das, was viele vereint, aber wir wollen eben ein Schritt weitergehen und sagen, Technik ist ein Mittel zum Zweck und Technik ist eben ein Mittel, um gemeinsam an gesellschaftlichen Lösungen zu arbeiten. Jugendhack ist gestartet 2013 in Berlin für Jugendliche aus ganz Deutschland mit 60 Teilnehmern und ist jetzt wirklich gewachsen. Also 2015 haben wir ein deutschlandweites Event in Berlin mit 140 Teilnehmern und vor allem neu 4 Regionalevents, nämlich das ist Jugendhack Ost, Jugendhack Süd, Jugendhack West und Nord. Und insgesamt hatten wir 310 Teilnehmer und 60 Projekte, das ist ganz schön viel. Genau, vielleicht nochmal kurz erklärt, was ist ein Hackathon überhaupt? Ein Hackathon gibt es schon ganz lange in der Programmiererwelt. Die Idee ist, dass Menschen meistens zu einem bestimmten Thema für einen Zeitraum, das sind meist nicht mehr als 48 Stunden, zusammenkommen, um konkret an Lösungen zu arbeiten. Was da rauskommt, sind technische Lösungen für gesellschaftliche Probleme häufig und das Ergebnis sind meistens nicht fertige Produkte, sondern es sind Prototypen, also prototypische Lösungen für bestimmte Probleme. Und das Format haben wir genommen und ein Stück weit angepasst. Was bei uns anders ist, ist zum Beispiel, dass es sehr viele Mentorinnen gibt, also in einem hohen Betreuungsverhältnis von 1 zu 3, 1 zu 4 bekommen die Jugendlichen Mentoren zur Seite gestellt, professionelle Softwareentwickler, viele Menschen aus dem Clubumfeld, viele Menschen aus dem Umfeld der Open Knowledge Foundation, die dann eben die Jugendlichen begleiten, die Technik sowohl umzusetzen, aber eben auch so die gesellschaftlichen Aspekte herauszuarbeiten. Es gibt dazwischen auch mal viele Formate, wo man sich noch mal mehr abholen kann, also das ist immer wieder ein Feedback der Jugendlichen. Das, was sie eben im Alltag nicht bekommen, also weder in der Schule lernt man besonders zu coden und die Fähigkeiten, die sie haben, sind auch sonst relativ wenig anerkannt und wir wollen eben genau das tun, also hohe Anerkennung geben, den Jugendlichen auch immer wieder eine Bühne geben, um ihre Ideen zu präsentieren, weil meistens ist in der Gesellschaft eben das nicht besonders anerkannt, dass man besonders tolle Computerfähigkeiten hat, da zählt irgendwie alles andere mehr. Also es ist ganz toll, wenn Kinder viel lesen, es ist ganz toll, wenn Kinder viel Fußball spielen, aber wenn Kinder viel am Computer sind, dann ist das meistens sowas, was eher kritisch beurteilt wird.
Und da möchten wir auch die Jugendlichen unterstützen, eben, dass das einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt. Und der Austausch unter Gleichgesinnten ist eben auch ein großes Thema. Also das gibt eben sehr wenig Räume für computerbegeisterte Jugendliche, wo die sich tatsächlich treffen können. Also die Erwachsenen der CCC, die haben sich alle Hackspaces geschaffen als Räume, wo sie außerhalb von der regulären Gesellschaft einfach sich treffen können, ihren Fähigkeiten auch ohne Kritik nachzugehen. Solche Räume gibt es für Jugendliche leider nicht. Und das ist auch ein Feedback, das immer wieder bei uns ankommt, dass sie davon gern viel, viel mehr hätten. Wir versuchen dem entgegenzukommen, aber wir können natürlich bei weitem nicht den Bedarf abdecken, der da so da ist. Und auch zentral für uns ist, auch für alle, die jetzt darüber nachdenken, da mal hinzukommen, wir möchten, dass das möglichst frei von sozialen Ungleichheiten ist. Also es gibt eine kostenlose Teilnahme. Bei Bedarf finanzieren wir auch nochmal die Anreisekosten und so weiter. Also wir wollen eben nicht, dass durch sozial schwächer gestellte Familien zum Beispiel die Teilnahme nicht ermöglicht wird. Genau, so mal grob zum Konzept und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Projektvorstellung. So, dann möchte ich begrüßen Lilo, zum ersten Mal bei Jugendhakt Ost, mit ihrem Projekt TreeFi. Und zwar die Kombination aus Bäumen und Wi-Fi, TreeFi. Ja, hallo. Also, bei unserem Projekt geht es darum, Umweltschutz und WLAN miteinander zu kombinieren. Wir wollen halt, ich glaube, jeder kennt das, man hat sein Handy dabei, möchte eine Mail checken, aber das Datenvolumen ist alle. Oder die Flatrate, da hat man leider sein Volumen schon verbraucht und man hat nur noch ganz langsames Internet. Und deshalb wollten wir halt etwas schaffen, wo man zwar sich anstrengen muss dafür, dass man WLAN bekommt, aber trotzdem freies WLAN hat. Und dann hatten wir halt die Idee, dass man auf einen Baum einen WLAN-Router montieren kann, daneben ein Fahrrad oder eine Schaukel stellt, mit Hilfe von einem beim Fahrrad mit einem Dynamo und bei der Schaukel mit einer Technik, die so ähnlich wie bei einem Wellenkraftwerk funktioniert, dadurch dann Strom für den WLAN-Router erzeugt. Und nebenbei kann man mit einer Pumpe, mit dem Fahrrad auch noch den Baum bewässern, damit der nicht verdorrt. Denn wenn man einen toten Baum hat, dann bringt das überhaupt nichts. Ja, und dann haben wir halt dieses Modell gebaut, was man auch auf dem Bild sieht. Da haben wir das mit LEDs realisiert, weil wir es leider nicht in der Wirklichkeit realisieren konnten. Dafür hatten wir halt nicht genug Zeit und auch nicht die nötigen Mittel. Und ja, unser Projekt ist dann halt, also da haben wir halt dieses Modell gebaut. Und man kann halt die LEDs, glaube ich, noch ein bisschen erkennen. An diesen LEDs haben wir dann gezeigt, dass man, wenn man das Fahrrad antreibt, dass man dann mit Wasser den Baum versorgt und mit Strom den WLAN-Router und dadurch bekommt man dann halt WLAN. Und insgesamt wollten wir dann halt noch realisieren, dass man dann eine Batterie am WLAN-Router hat, damit man nicht die ganze Zeit treten muss, um WLAN zu bekommen. Dankeschön, aber ich sehe, da hängt ja noch was am Baum dran. Kannst du das vielleicht noch erklären? Also das eine, was am Baum dran hängt, das ist die Schaukel, von der ich schon gesprochen habe. Und das andere soll ein Vogelhaus sein, denn wenn man einfach einen WLAN-Router in einen Baum hängt, dann kann es erstens sein, dass Witterungen den WLAN-Router kaputt machen. Und außerdem könnte der WLAN-Router auch einfach gestohlen werden. Und um das halt so ein bisschen zu verstecken, wollten wir das halt so realisieren, dass man das dann in einem Vogelhaus baut. Denn wer würde schon ein Vogelhaus klauen? Super, Dankeschön. Vom Format her, wir würden immer die Projektpräsentation machen und dann direkt Publikumsfragen zulassen. Also wenn Sie eine Frage haben, dann steht hier in der Mitte ein Mikrofon, dann gehen Sie bitte dahin und dann rufen wir Sie auf, dann können Sie die Frage stellen. Gibt es gerade Fragen zu TreeFi? Okay, dann vielen Dank, großen Applaus an Lino. Machen wir weiter mit dem Projekt Germany Says Welcome
Und da ist Anna hier. Das Projekt ist in Jugendhakt West entstanden und hat so viel Begeisterung ausgelöst, dass es in Jugendhakt in Berlin direkt weiterentwickelt wurde. Willkommen, Anna. Hallo. Karl kommt auch gerade dazu, der ist auch bei uns. Genau, also das ist Karl und David auch. Genau, also ja, Germany Says Welcome ist eine App und Website für Flüchtlinge und genau. Also warum sollte man Flüchtlingen gerade irgendwie mit einer IT-Lösung helfen? Also man denkt ja immer erstmal bei Flüchtlingshilfe oft an die Leute, die so im Flüchtlingsheim, keine Ahnung, helfen, Betten machen, denen die Leute einweisen. Und ist es tatsächlich so, dass bei ungefähr 80% der Flüchtlinge Smartphones vorhanden sind? Zweitens, jeder kann auch dran mitbauen, soweit das Projekt Open Source ist. Germany Says Welcome ist auf jeden Fall Open Source und wir sind auf GitHub und jeder kann am Code mitarbeiten. Flüchtlingsheime haben zunehmend Wi-Fi, auch wegen der Freifunk-Community, die da ordentlich dran arbeiten. Und es ist natürlich immer aktuell, dadurch, dass es online ist, können immer wieder neue aktuelle Daten eingepflegt werden. Und genau, das macht die Verwaltung auch einfacher. Und man kann auch zum Beispiel, eine API bereitstellen, dass dann Daten automatisch gepflegt werden und nicht immer irgendwer Flyer neu drucken muss oder so. Genau. So. Die Idee hinter Germany Says Welcome, das habe ich ja gerade schon so was angedeutet, wir wollten irgendwie helfen, ohne wirklich, uns fehlt halt die Zeit und das Geld im klassischen Sinne zu helfen und wir dachten, wir können programmieren, also machen wir doch eine App und Webseite für Flüchtlinge, die auch helfen kann. So ist das bei Jugendhackt West entstanden. Wir haben das dann noch bei Jugendhackt in Berlin weiterentwickelt und waren auch beim Refugee Hackathon in Berlin. Genau, und haben da immer weitergearbeitet, auch mit Flüchtlingen kommuniziert, die uns gesagt haben, was genau benötigt wird. Und da haben sich jetzt unsere Hauptfunktionen eigentlich auskonstituiert. Und zwar ist das erstens das FAQ. Also da werden Antworten auf häufig gestellte Fragen gesammelt, kann von Kommunen und Städten eingepflegt werden und es verlinkt zu einer Karte und zum Wiki, je nachdem. Also zum Beispiel, wenn die Frage kommt, wo kriege ich jetzt Kleidung her, dann kommt da vielleicht als Antwort, ja, da und da, geh und klick doch hier drauf, dann kommst du zu unserer Karte, das ist nämlich unsere zweite Funktion. Eine Karte, bei der die wichtigsten Orte und Behörden eingezeichnet sind, auch kostenlose WLAN-Hotspots. Und da könnte halt dann direkt hin verlinkt werden. Über diese Karte kann man dann auch direkt zum Ort navigieren. Und die dritte Funktion ist eine eingebundene Funktion. Da einmal herzlichen Dank an das Projekt Refugee Facebook. Von denen kriegen wir nämlich die Daten. Also es ist eine Datenbank mit den wichtigsten Übersetzungen in der ausgewählten Sprache nach Themen sortiert. Immer als erstes, wie man da auch sieht, auf Deutsch, Englisch und Arabisch, wenn man draufklickt, aber in 24, 26 Sprachen, so um den Dreh. Genau, also vertritt sehr viele Sprachen. Genau, was wirklich wichtig ist, was wir auch im Gespräch mit Flüchtlingen erfahren haben, ist, dass ein Flüchtling, der gerade in Deutschland angekommen ist, also, weiß ich nicht, seit einer Stunde auf deutschem Boden ist, was ganz anderes benötigt als jemand, der zum Beispiel schon den Asylantrag durch hat und hier wirklich schon anfängt, sich einzuleben. Und wenn man alle Informationen für alle auf einem Haufen gibt, werden die Flüchtlinge leicht überfordert und da ist dann einfach nur, was soll das denn? Die Hälfte davon brauche ich ja gar nicht, wo finde ich denn das, was jetzt wirklich wichtig für mich ist? Und deswegen gibt es bei uns dieses Drei-Stufen-System. Erstens Ankunft, halt wenn der Flüchtling gerade hier ist, da geht es besonders um medizinische Erstversorgung, da sind die Fragen dann darauf abgestimmt, aber auch die Orte, die auf der Karte angezeigt werden. Dann die zweite Stufe, das ist, wenn der Asylantrag gestellt wird oder während man abwartet, bis der Asylantrag durch ist, da geht es auch schon um Bildung, Sprache, Ämter, wo kann ich überhaupt den Asylantrag
einreichen, wie stelle ich den und so weiter. Und die dritte Stufe, Eingliederung, da geht es dann halt um Praktika und Jobs, die Sprache weiterzubilden, sowas halt. Also richtig sich einleben in Deutschland. Genau, das Team, wie gesagt, wir sind inzwischen so 10 Leute ungefähr über verschiedene Veranstaltungen gesammelt. Also ganz am Anfang waren wir, glaube ich, 8 Leute bei Jugend Hackt West, sind dann immer ein kleines bisschen gewachsen. Und inzwischen werden wir auch vom Land NRW gefördert und ja, die unterstützen uns halt mit den Datensätzen und so weiter und wollen das dann auch eben dadurch an den Flüchtling bringen, um es so zu sagen. Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr noch was Wichtiges hinzuzufügen? Okay, dann vielen Dank. Fragen hierzu. Gibt es Fragen hierzu? Danke. Ja. Hallo. Also erstmal, ich finde euer Projekt richtig cool. So. Danke dafür, dass ihr das gemacht habt. Ich habe mal eine Frage, wie speist ihr die Daten denn pro Stadt da ein? Also schickt jede Stadt irgendwie Daten dahin oder braucht ihr Leute vor Ort in den Heimen oder wie macht ihr das? Also zurzeit ist der Plan, dass, ja, dass die Städte das selbstständig einpflegen. Wir arbeiten dran, dass es eine schöne Oberfläche gibt, wo man das dann einfach eintippen kann. Okay. Ja. Danke. Die Oberfläche wird auch auf WordPress basieren. Die meisten, also das erstmal. Das hat den Vorteil, dass die meisten Leute, die schon mal irgendwie was mit einer Webseite gemacht haben, mit WordPress klarkommen, mit der Struktur und dem Clicky-Bunti. Ja. Weitere Fragen? Das nicht der Fall. Dann vielen, vielen Dank. Okay, vielen Dank euch. Dann bitte ich das nächste Projekt auf die Bühne, Crowdflow. Ja, hallöchen. Wir sind vom Projekt Crowdflow und mal gucken, ob die Präsentation, wenn man das Präsentation nennen kann, gleich noch kommt. Ja. Ja. Ich fange einfach mal so an. Wir haben uns damit beschäftigt, WLAN-Geräte zu lokalisieren auf eine nette Art und Weise. Das heißt, wir können dann letztendlich mit dem Programm Orte oder Veranstaltungen vermessen quasi und bekommen dann eine Karte heraus, wo wir dann sehen, wo Personen lang gehen und wo sich die meisten Personen aufhalten und kriegen Heatmaps heraus und können dann beispielsweise sagen, wo auf Veranstaltungen Wege blöd geplant sind oder wo es beispielsweise an Bars oder sowas zu knubbeln kommt und so weiter. Ich würde hier einfach mal weitergeben, weil ich darauf eigentlich nicht vorbereitet war. Falls da noch irgendwas ist. Ja, man kann es auch, du hast jetzt so Veranstaltungen genannt, man kann es auch auf größerer Ebene anwenden, wenn man mehr der Systeme verteilt, zum Beispiel Verkehrsführung in Städten zu planen oder zu optimieren. Und ja, aber ansonsten finde ich, hast du das gut zusammengefasst, wozu man das nutzen kann. Das hatten wir auch schon. So. Und wer von euch erzählt zuerst was, wie es funktioniert? Genau, zur Funktionsweise, also zur groben technischen Funktionsweise. Wir hören die Control-Frames von WLAN-Geräten mit. Das heißt, die müssen nicht mehr aktiv in unserem WLAN eingebunden sein oder unsere Geräte müssen aktiv in dem WLAN eingebunden sein, sondern wir hören einfach, wir ziehen uns mit 3 Geräten alle Control-Frames raus, weil das Schöne an WLAN-Control-Frames ist oder die Pakete, die in dieses Control-Framing reinfallen oder wie man das im Fachbegriff nennt,
dass sie von den Geräten, die sie schicken, jeweils durchgezählt werden. Das heißt, wir können an den Geräten, an denen wir sie aufschnappen, sagen, das wievielte Paket und von welchem Gerät es kam, sagen. Und im Moment laufen unsere Endgeräte, die auffangen, auf PIS mit stinknormalen WLAN-Karten im Monitor-Mode. Und die schnappen sich dann die Pakete, holen sich die DBM-Anzahl, also wie gut Empfang das Paket hatte, anonymisieren die MAC-Adresse und schicken die dann an unser Backend, im Moment über Kafka weiter. Weil das Schöne ist, dass Kafka uns dann quasi erstmal die ganze Arbeit weggenommen hat mit dem Message Broker, aber das stellen wir wahrscheinlich um auf Sockets. Und dann kommt mit irgendeiner kruden Voodoo-Matte, die ich nicht verstehe, die wird Max erklären, haben wir dann die Position berechnet. Yay. Ich habe die krude Voodoo-Matte gemacht. Und zwar der Kern unseres Problems ist ja, dass wir durch die Abstände, die wir versuchen irgendwie aus den aus der Empfangsstärke rauszuziehen, das Ding lokalisieren wollen. Das ist sehr ähnlich mathematisch eigentlich gleich wie der klassische Ansatz, den zum Beispiel auch Google seit Jahren hat, dass ich mein Handy frage, guck mal, was siehst denn du für WLAN-Geräte? Und dann gucke ich mal in der Datenbank, ach guck mal, das WLAN steht eigentlich immer da und das steht da und das steht da hinten, also bin ich hier. Und wir machen das halt andersrum. Wir haben halt außen die Station und gucken nur, wo ist das Handy. Das Problem bei der ganzen Sache war dann nicht im Grunde die Mathematik dahinter, weil das ist einfache Vektorrechnung, wo man einfach guckt, die Dinger sind zu lang, ich baue Dreiecke. Sondern das Problem ist, dass die Signalstärke eigentlich eine unglaublich schlechte Einheit für Entfernungsmessung ist, weil das wird reflektiert, das wird absorbiert, dann sind die Handys verschieden stark. Zunächst hatten wir auch unterschiedliche WLAN-Antennen, was ganz schrecklich war, weil dann nochmal die WLAN-Antennen selber sich vollkommen unterschieden haben. Aber mit dem klassischen mathematischen Modell, was wir im Moment haben, kriegen wir schon relativ vernünftige Ergebnisse hin. Also die werden halt immer genauer, je größer wir die Fläche machen natürlich, weil die physikalischen Modelle gehen davon aus, dass sich halt die Wellen einfach verbreiten und da nichts dazwischen ist. Und das hat man vielleicht auf einem großen Platz, aber hier drin, man sieht selber, die Decke ist aus Metall, überall sind Leute aus Wasser, die das absorbieren. Und deshalb werden wir das dann in Zukunft eher nochmal versuchen, mit neuronalen Netzen zu lösen, die uns sowieso irgendwann retten werden, hoffentlich. Ja. Okay, vielen Dank. Das war einer der Momente, wo ich mich als Organisator immer sehr freue über Jugendhakt, als ein Mentor ankam in Jugendhakt West und meinte, die sind jetzt auf der Ebene Bitshiften, also 0-1, ich kann denen nicht mehr folgen. Also das Projekt hat eine Komplexität erreicht, dass die Mentorinnen ausgestiegen sind und meinten so, die machen irgendwas und die machen das auch gut, aber ich kann es nicht mehr beurteilen. Also es ist wirklich immer wieder spannend, wie sich das umkehrt. Und genau, da selbst die erwachsenen Softwareentwickler staunen. Gibt es Publikumsfragen? Okay, dann vielen Dank euch, euer Applaus. Einen Moment noch. Habt ihr vielleicht mal ein Bild, wie dies in Grafik aussieht, oder habt ihr gar keine Grafik, wenn ihr das macht? Also, wäre auch mal schön zu sehen. Also wir haben das, also angefangen hat es ja auf Jugendhack West, in Berlin haben wir es dann ein bisschen weitergemacht und wollten es mit so einer schönen Heatmap visualisieren. Das hat mit den Grundrissen vom Jugendhack-Gebäude halbwegs funktioniert, aber am Ende hatten wir dann noch immer so viele Bugs drin, dass wir keine zuverlässig richtigen Ergebnisse hatten, sagen wir es so. Also es ist auch so, wir sind auf der Kommandoebene angefangen, also auf der Kommandozeile und wir haben jetzt leider keine Bilder. Ich glaube, die Jugendhack-Präsentationen sind ja alle im Internet. Falls einem richtig langweilig ist, könnt ihr da ja mal nachgucken und zu unserem Projekt vorscrollen und euch das Bild angucken. Das Bild, was da steht, hat mit den Daten, die wir bekommen haben, relativ wenig zu tun. Wir haben einfach einen Zufallsalgorithmus laufen lassen. Und als wir gesagt haben, ja, das sieht ganz gut aus, das nehmen wir jetzt. Wir sind doch auf GitLab, also das ist eher so ein Codehaufen, falls ihr euch das angucken wollt.
Ich glaube, der Link ist auf die Jugendtech-Seite und ja, wir arbeiten im Moment dran und man hat relativ wenig Möglichkeiten, das zu testen, weil man viele Geräte braucht und so. Jo, das Problem war halt auch, dass wir ja eine Messmethode entwickelt haben, für die wir aber noch kein Messgerät hatten. Und ja, das heißt, wir hatten parallel entwickelt. Das heißt, ich wusste so grob, da werden jetzt irgendwelche Daten reinkommen mit irgendwie so Entfernung und so einem Zeug. Aber wir hatten auch schon alle Hände davon zu tun, überhaupt Kafka zum Laufen zu bekommen. Ich glaube, wer damit schon mal rumgespielt hat, weiß, dass das ein bisschen eine Diva ist, das Programm. Und dann hatten wir halt irgendwie so in der letzten Sekunde das ganze Backend und sowas fertig. Und ich hatte auch irgendein mathematisches Modell dazu fertig. Aber bevor wir das jetzt nochmal richtig optimieren können und da auch genauere Daten zur Präzision zu bekommen, müssen wir es halt erst nochmal aufräumen und refactoren und so ein Zeug. Aber da arbeiten wir gerade dran. Genau, also nachvollziehen kann man das alles auf jugendhack.de/projekte und da können Sie sich durch die Projekte klicken, bis hin zum Code und das alles nachvollziehen. Und man darf halt auch immer nicht vergessen, das ist ein Wochenende. Die Zeit ist ziemlich kurz. Gerade fürs Coden ist am Ende ist es ein Samstag. In seiner ganzen Länge mehr ist es eigentlich nicht, wo Zeit ist, wirklich hart zu coden. Genau, vielen Dank euch. Nun kommen wir zu einem Projekt, das in Jugendhack Süd entstanden ist. Das ist PGP How-To. Ich möchte begrüßen Nina, Happy und Liam. Willkommen. So, hallo. Eben, wir sind PGP How-To. Wir haben das ja gestern schon mal ein bisschen vorgestellt. Wahrscheinlich haben es einige gehört. Und genau, wir sind ein Projekt, das eben helfen möchte, Verschlüsselung Leuten näher zu bringen, zu erklären. Und die Frage ist, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Das war eben, wir waren also im Brainstorming zum Thema Überwachung und Verschlüsselung und dachten, und ich finde Verschlüsselung persönlich richtig cool und möchte es auch irgendwie was unterstützen, irgendwas dafür tun, aber ja, wirklich Verschlüsselung, Coden irgendwie, das trauen wir uns noch nicht zu und wird wohl noch eine Weile so bleiben. Also haben wir eben gesagt, ja, was könnte man denn noch machen, um irgendwie zu erklären, zu helfen und so weiter. Und ich habe eben meiner Mutter ein paar Wochen davor PGP installiert, ihr das erklärt und es hat wunderbar funktioniert. Seitdem sind alle E-Mails, die ich von ihr bekomme, schön verschlüsselt. Aber sie fand das dann auch cool und wollte halt nicht nur mit mir schreiben, wie so ungefähr jeder, der verschlüsselt, hat ja dasselbe Problem. Das ist schön und gut. Aber irgendwie hat man dann ein, zwei Kontakte, mit denen das funktioniert und weiter kommt man selten. Deshalb ist mir dann irgendwann aufgefallen, ja, dass es zwar schöne Tutorials gibt, die man auch mal jemandem schicken kann, aber irgendwie haben doch verschiedene Leute sehr verschiedene Bedürfnisse. Die einen wollen einfach nur mal ganz schnell irgendwie das kurz erklärt haben, die anderen brauchen wirklich eine starke Hilfestellung, die ganz genau erklärt, wohin muss jetzt geklickt werden. Die anderen wollen auch noch wissen, wie funktioniert denn die Verschlüsselung, was steckt denn da dahinter. Und so haben wir uns eben überlegt, wie wir da was Persönliches für jeden sozusagen schaffen können. Ja, genau. Und zur Umsetzung von dem Ganzen, wir haben halt erstmal uns überlegt, was machen wir überhaupt, um das für jeden zugänglich zu machen. Und ich denke, wenn es um Zugänglichkeit geht, dann ist eine Website das Beste. Wir haben die auch auf Mobilgeräte angepasst. Und ja, wir wollten das Ganze auch übersichtlich gestalten, wie Nina gerade schon gesagt hat. Wir wollten da keine unnötigen Informationen drin haben, die man am Ende sowieso nicht braucht. Und wir wollen auch nicht, dass jetzt jemand dadurch irgendwie durch Textmassen, die er dann bei so einer Anleitung hat, erschlagen wird. Außerdem wollen wir das jetzt nicht so im Style von irgendwie so vielen Seiten, die da was dazu erklären machen, sondern auch irgendwie schön und ja, ansprechend gestaltet. Jetzt können wir gerade mal auf die Website umschalten.
Was ist? Genau, um da jetzt, wie schon gesagt, nicht irgendwie unnötige Informationen drin zu haben, haben wir uns überlegt, wir liefern rechnerspezifische Ergebnisse. Deshalb haben wir zuerst mal so eine kleine Fragerunde, wie man jetzt hier sieht. Hier wählt jeder das aus, was ihm gerade passt. Bis jetzt haben wir nur Thunderbird und mit Mailvelope angefangen. Und dann haben wir hier noch zur Sache, wie ausführlich es ist, einen kleinen Regler. Da haben wir einmal die Auswahl, ich stehe mit Computern auf Kriegsfuß. Dann haben wir schnell zum Ziel und wir haben noch technisches Verständnis, sodass man wirklich ein paar Hintergrundinformationen zu dem Ganzen kriegt. Und jetzt kann man auf Anleitung starten oder Anleitung generieren drücken und, und dann hat man die Anleitung, die einem dann passt. Wir haben auch versucht, die Texte, die wir selbst geschrieben haben und auch die Texte, die wir genommen haben, wir haben unsere Texte von der Free Software Foundation, die haben schon eine tolle Anleitung, die haben wir dann eigentlich klein geschnitten. Wir haben halt versucht, einfache Formulierungen zu haben, viele Bilder und nicht irgendwie jetzt versucht, möglichst umständlich was oder möglichst wissenschaftlich irgendwie was zu erklären, sondern wirklich so, dass es im Prinzip jeder verstehen kann. Ja, und das ist die Anleitung, wie sie dann aussieht. Wir haben das Ganze auch in zwei Sprachen, also Deutsch und Englisch. Und ja. Ja, hier sieht man eben noch ganz kurz die Mobilversion davon. Also das passt sich auch an mobile Endgeräte an. So, nachdem wir das Ganze gestern vorgestellt hatten, haben wir relativ viel gutes Feedback bekommen und haben dann jetzt uns auch entschlossen, das Ganze ein bisschen konsequenter weiterzuführen und wieder ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken. Und wie man hier sieht, das ganze Projekt steht auf GitHub. Wer uns da helfen will oder vielleicht seine eigenen Programme mit einpflegen möchte, dass die benutzt werden, kann uns gerne helfen. Wir sind fröhlich über jeden Mithelfer. Genau, und dann gab es da gestern noch so eine andere Geschichte, die wir auch kurz erzählen wollten. Also wir hatten da so einen ganz professionellen Aufrufzähler in unsere Webseite eingebaut. Also wir wollten natürlich keine User tracken oder sowas. Also haben wir uns irgendwie so einen Einzeiler überlegt, der da in so eine Datei mal irgendeine Zahl erhöht, jedes Mal, wenn jemand diese Webseite aufruft. Und der war dann, keine Ahnung, wo war der ungefähr, bei 1000 oder ein bisschen drüber. Und dann gestern während der Präsentation müssen es dann doch einige Aufrufe gewesen sein und plötzlich war der Counter resettet. Ja, wir vermuten, dass da was beim Schreiben dann schiefgelaufen ist, wenn Leute gleichzeitig die Seite aufrufen oder so. Aber ja, kleiner Fail. Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja. Bitte einfach zum Mikrofon kommen. Könnt ihr die Seite kurz zeigen, wo es ganz einfach erklärt ist? Also ihr habt gerade das mit dem Kriegsfuß. Linux und Internet Explorer, interessante Kombination. Ja. Nein. Du sollst den Thunderbird nehmen. Soll ich gerne nicht. Okay. Neuer Versuch. Wie man hier sieht, ist da auch noch viel Platz für neue Sachen und die Anleitungen sind auch noch nicht komplett in alle Sprachen, also in Englisch und Deutsch übersetzt. Das heißt, da ist noch viel Platz zum Mitmachen. Ja, genau. Also wenn sich jemand mit Mailvelope auskennt, dann wäre da vielleicht noch Unterstützung gut, weil das wollten wir zwar in der Anleitung schreiben, aber haben wir ehrlich gesagt noch nie wirklich selber benutzt. Nicht so viel Ahnung, wenn uns das jemand auch vielleicht mal anfängerfreundlich erklären will. Dann immer gerne.
Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen, vielen Dank und einen Applaus für Hautability. Danke euch. Dann bitte ich Neuland Euphonie auf die Bühne. Die drei müssen immer überlegen, welches Projekt sie vorstellen. Denn sie haben schon so viele Projekte bei Jugendhack gemacht. Es freut uns auch immer sehr und ehrt unser Programm, wenn Jugendliche immer wieder kommen. Das denken wir uns dann immer, dass es offenbar für Jugendhack spricht. Ich glaube, ihr seid alle schon seit 2013 dabei, oder? Und auf, genau, du nicht, aber die anderen beiden. Und auch schon in mehreren Events jeweils im Jahr. Freut uns sehr, dass ihr immer wieder solche Dinge hervorbringt. Neuland Euphonie, los geht's. Ja. No excuses, no explanations, Neuland Euphonie. Was? Ja, Neuland Euphonie ist ein Projekt, dessen Software auf, bei Jugendhackt entstanden ist. Das Thema ist, ist Überwachung im gröbsten Sinne und Zensur im speziellen Sinne. Viele Menschen in der westlichen Welt können sich heute absolut nicht vorstellen, einen begrenzten Internetanschluss zu haben in dem Sinne, dass, dass man nicht jede Seite erreichen kann, dass man nicht jede Seite unverändert erreichen kann. Und um den Menschen zu zeigen, was da nun überhaupt um den Menschen überhaupt näher zu bringen, wie sich das anfühlt und um dafür ein Bewusstsein zu schaffen, haben wir Neuland Euphonie programmiert. Das Ganze ist gedacht als Medienaufbau auf Veranstaltungen wie dieser beispielsweise, wo LAN-Ports oder ein WLAN-Router zur Verfügung stellen, man mithilfe dessen man sich in das Internet einwählt und letztendlich nur noch einen begrenzten Zugriff hat. Die ganze technische Seite werden uns jetzt hoffentlich Karl und Jakob erklären. Ja, eigentlich wollten wir euch jetzt erstmal Beispiele zeigen, wie das Ganze dann aussieht, aber hoffentlich sehen wir gerade nichts. Ah, da, jetzt. Also. So, genau, jetzt haben wir hier ein paar Beispiele. Alle Bilder werden durch zurechtgeschnittene Katzenbilder ersetzt und einzelne Wörter ausgetauscht, die sind jetzt hier blau gekennzeichnet. In dem Beispiel sind es nicht so viele, aber im nächsten Beispiel, genau, hier sehen wir einmal das Original links und rechts die etwas überarbeitete Seite. Sehr lustig wird das dann auch, wenn man es in Verbindung mit Kartensoftware verwendet, welche Karren verwendet, wie wir es hier sehen. Vielleicht nicht so praktisch, wenn man irgendwo hin will, aber auf jeden Fall schön. Genau, und die ganze Software liegt auch auf GitHub und kann von jedem verwendet und ausprobiert werden. Die findet ihr da, wie wahrscheinlich auch die meisten anderen Jugendhack-Projekte. Und wie wir es genau umgesetzt haben, wird Karl euch jetzt noch erklären. Ja, also umgesetzt ist das Ganze relativ einfach. Es ist einfach ein kleiner Proxy, der mithilfe der libmproxy geschrieben ist in Python. Und wenn eine Website aufgerufen wird und er erkennt, der Request geht an ein Bild, lädt er das Bild aus dem Internet, sucht sich die Größe des Bildes und schneidet ein Katzenbild darauf zurecht. Und wenn er sieht, das ist eine Textseite, dann haut er das in den HTML-Parser und lässt ungefähr 5000 Regular Expressions, sind glaube ich,
darüber laufen. Es ist sehr langsam. Also ich glaube, 5 Sekunden sind es, glaube ich, gerade für Zeit.de. Wenn da jemand Ideen hat, wie man das schneller machen könnte, helft uns auf GitHub. Ja. Wenn jetzt noch Fragen sind, ich glaube, das Mikrofon im Publikum ist dafür gedacht. Gibt es noch Fragen? Dann vielen Dank euch. So, außerdem, wenn noch jemand allgemeine Fragen zu Jugendhakt hat, immer her damit. Also wir machen gerne noch eine Fragerunde. Und außerdem machen wir gleich um 14 Uhr ein Meetup im Jugendhakt-Space drüben. Gegenüber von den Chaos-Patinnen. Dort könnt ihr uns treffen, also sowohl die Organisatoren und Organisatorinnen als auch Mentorinnen und Teilnehmerinnen. Na, ich glaube, es gibt keine Fragen. Also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, oder? Genau, Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns auf 2016. Kurzer Ausblick nochmal. 2016 wird es aller Voraussicht nach wieder 5 Events in Deutschland geben, also Nord, Süd, Ost, West. Und die Berliner, das voraussichtlich steht leider immer davor, weil wir immer erstmal Geld aufzeigen müssen. Wenn Sie einen reichen Onkel haben oder andere Ideen, staatlicher Förderung, Firmen, Sponsoring und so weiter. Wir und die Jugendlichen würden Ihnen das sehr danken. Die Unterstützungsmöglichkeiten sind ganz vielfältig, zum Beispiel auch, und deswegen sind wir vor allem hier, Menschen, die ähnlich ticken wie wir, die ähnliche Ideen haben, wie eine Gesellschaft funktioniert und was Technik damit zu tun hat, sind herzlich willkommen, zum Beispiel als Mentorinnen und Mentoren. Genau, deswegen machen wir das Meetup. Ansonsten tun Sie einfach den Kontakt über die Website, Twitter und so weiter. Genau, wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Dann einen schönen Kongress weiterhin und vielen Dank und großen Applaus an die Jugendlichen.